So, Hallöchen und willkommen zu einem kleinen Tutorial-Video hier. Ja, seht ihr schon mal die 143, die Baureihe. Und zwar soll sich in diesem Video hier mal um die PZB drehen. Grüße gehen raus an die Trainsim World Gruppe Germany auf Facebook. Da hatte ich ja eine Umfrage gestartet, ob Interesse besteht, dass ich mal ein kleines Tutorial mache über die PZB und das Feedback ist größtenteils positiv ausgefallen. Eigentlich nur so ein paar Stimmchen, die dagegen waren. Deswegen dachte ich mir, fange ich einfach mal an. Eigentlich hatte ich mir das überlegt, dass ich das Ganze in Textform mache, aber das wäre dann doch ein bisschen zu umfangreich geworden. Ich habe da schon geschrieben und geschrieben und da sind über 10 Seiten schon rausgekommen und mit Bildern und hab da nicht gesehen. Und ja, das wäre einfach ein bisschen zu umfangreich und ich will es ja eigentlich so machen, dass es auch verständlich ist für die allermeisten. Damit man auch wirklich sich mal trauen kann, die PZB im Spiel einzuschalten. Und auch zu benutzen. Trotzdem möchte ich ganz gerne erstmal so ein bisschen mit Grundlagen starten. Kann ja nicht schaden. Damit man einfach mal so ein bisschen Bescheid weiß. Jetzt habe ich mir hier so eine kleine Liste gemacht. Da möchte ich mal kurz nochmal reingucken. So eine kleine Liste mit ein paar Stichpunkten, die ich ganz gerne ansprechen möchte. Und zwar, wie gesagt, wollen wir erstmal so ein bisschen mit den... Mann, jetzt fängt er schon wieder an zu meckern, ob ich die Kontrolle aufgeben will. Nein, natürlich nicht. So, fangen wir erstmal ein bisschen an mit Grundlagen, damit ihr auch erstmal so ein bisschen allgemeines Verständnis für die PZB habt. Okay, die PZB, was ist das überhaupt? PZB ist eine Abkürzung für punktförmige Zugbeeinflussung. Uff, ja, ist erstmal so ein bisschen ein komisches Wort. Die alte Bezeichnung dafür ist Indusi. Das ist auch wieder eine Abkürzung für induktive Zugsicherung. Wer so ein bisschen Ahnung von Elektrotechnik hat, der wird schon merken, induktiv, aha, okay, das wird wohl ein bisschen was mit Elektromagnetismus zu tun haben. Und da habt ihr ganz richtig verstanden. Und zwar gibt es auf der Strecke verteilt immer wieder mal so eine merkwürdigen Magneten. Die liegen dann hier so rechts außer dem Gleis. Ich werde mal gucken, ob ich so ein Teil mal finden werde. Gehen wir mal hier auf den Bahnsteig, rennen wir mal ein bisschen nach hinten. Da ist ja irgendwo so ein Hauptsignal. Da ist auch schon mal, habe ich auch schon mal den ersten Punkt angesprochen, wo denn so ein Magnet zum Beispiel liegen kann. Ach Mann, ist das hier wieder alle gut vorbereitet. Jetzt muss ich erstmal nach hinten rennen, um euch was zu zeigen. So, das hier ist ein Hauptsignal. Erkennt man an diesem weiß-rot-weißen Mastschild hier. Und daneben an liegt zum Beispiel so ein PZB-Magnet. Und jetzt muss ich hier mal ein bisschen lauter werden, denn dieser Güterzug hier, der macht ja so einen Krach, das glaubt ihr gar nicht. Egal. Ja, jedenfalls hier so zum Beispiel ein PZB-Magnet. Von diesen PZB-Magneten gibt es verschiedene Ausführungen. Also die sehen zwar alle gleich aus, haben allerdings unterschiedliche Funktionen. Und, na, wie soll ich sagen, werden halt unterschiedlich bestromt. Und zwar spricht man da von Frequenzen. Frequenzen werden ja in der Elektrotechnik mit Hertz, kurz H, groß H, klein Z angegeben. Schubst mal nicht hier, Junge. Nein, ich will nicht die Steuerung aufgeben. Machen wir ein bisschen Verspätung hier, aber es ist egal. Genau, also wird mit Hertz angegeben. Da gibt es, ja, jetzt wird es leider ein bisschen technisch, da kommen wir leider nicht drum rum. Ist auch später wichtig für die allgemeine Bedienung der PZB. Es gibt nämlich 500 Hertz Magneten, 1000 Hertz Magneten und 2000 Hertz Magneten. Ja, komische Zahlen, aber ist nun mal leider so. Wenn hier zum Beispiel so ein Hauptsignal rot ist, also Halt zeigt, dann ist hier nebenan der Magnet auf 2000 Hertz scharf. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier dran vorbeifahren würde, in diese Fahrtrichtung, dann würde ich sofort eine Zwangsbremsung kriegen, beziehungsweise eine PZB-Zwangsbremsung. Da würde man gar nicht lange zögern, da wird es sofort knallen und dann steht man. Da kann man auch gar nichts gegen tun. Naja, jedenfalls nicht legal, also nicht zulässig. Man kann ja nichts Zulässiges gegen tun, gegen diese Zwangsbremsung. Ja, dass ich überhaupt diese Zwangsbremsung bekomme, also beziehungsweise dass mein Fahrzeug überhaupt weiß, dass dieser Magnet da unten scharf ist,
Das weist das Fahrzeug hier über das entsprechende Gegenstück, sieht man hier unten. Das ist nämlich der PZB-Fahrzeugmagnet. Der ist jetzt nicht auf eine bestimmte Frequenz scharf, sondern der funktioniert einfach immer, sobald die PZB eingeschaltet ist. Also der empfängt quasi die Informationen von den PZB-Magneten, die so auf der Strecke rumliegen. An der Lok haben wir natürlich auch sowas. Ihr habt schon gesehen, nach vorne, der Magnet war vorne rechts. Hier ist er auch rechts am Drehgestell. Wo ist er? Da unten ist er. Hier ist er zum Beispiel an der Lok. Immer am vorderen Drehgestell rechts sozusagen. Also hier ist er jetzt... Naja, Schnauze. Also jetzt könnte man sagen, ja, ist er aber links. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Führerstand sitzt, dann wäre es wieder vorne rechts. Da unten hängt er dran. Hier ist zum Beispiel keiner unten dran. Ne? Da ist nix. Und auf der anderen Seite, da ist er wieder, unser schöner PZB-Fahrzeugmagnet. Der hat, wie gesagt, einfach nur die Aufgabe, sich mit dem Gleismagneten zu unterhalten. Die Gleismagnete, habt ihr eben schon gesehen, die liegen immer rechts außen am Gleis. Immer. Damit die sich auch quasi mit dem Fahrzeugmagneten überlappen. Also damit man den quasi überfährt mit dem Fahrzeug, jetzt mal so gesagt. Ah, guck mal, da kommt ein Drängler. Der will wahrscheinlich durch, aber der hat noch keine Ausfahrt, weil ich hier blöde rumstehe. So, also wie gesagt, merkt euch erstmal von den Gleismagneten die drei Zahlen. 500 Hertz, 1000 Hertz und 2000 Hertz. Ist erstmal wichtig. So, die PZB einschalten kann man hier im Spiel entweder über Steuerung Numpad Enter oder... Also Enter im Nummernpad, ne? Oder auf der 143 zum Beispiel schaltet man sie hier ein. Einfach nach rechts auf 1 drehen, dann ist die PZB eingeschaltet. Und jetzt hat man hier noch drei verschiedene Zugarten, sagt man dazu. Einmal die obere, dafür das O, M für mittlere, U für untere. Aber dazu kommen wir später nochmal, würde ich sagen. Denn das ändert einfach nur quasi etwas vorne in der PZB-Anzeige und etwas in der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit, die wir fahren können. Und es ändert auch noch was in den überwachten Bremskurven bzw. in den Geschwindigkeitsüberwachungen. Ja, ich weiß, das ist ziemlich technisch, was ich hier gerade erzähle. Es tut mir auch wirklich leid, aber es muss leider sein, wenn man wirklich ein Verständnis für die PZB haben will. So, ich schalte jetzt hier erstmal ein, lass erstmal ein bisschen die Fahrgäste einsteigen, damit die da nicht so lange draußen in der Hitze stehen müssen. Ist hier nämlich gerade auf Sommer eingestellt, das Wetter. So, was haben wir eigentlich auf dem Fahrzeug so an PZB-Elementen? Draußen habe ich euch gezeigt, da unten irgendwo, da ist der Fahrzeugmagnet unten am Drehgestell dran. Dann haben wir Bedienelemente, drei Stück. Da sieht man sie gerade. PZB wachsam, PZB frei und PZB Befehl. Kann genauso beschrieben sein mit Indusi jeweils. Also zum Beispiel Indusi wachsam, Indusi frei, Indusi Befehl. Je nachdem wie alt die Kiste ist, steht es halt anders da. Manchmal steht da auch PZB-LZB. Steht hier nicht, weil dieses Fahrzeug nicht LZB fähig ist. Fragt jetzt bitte gar nicht erst, was die LZB ist. Weil das ist, gehört jetzt hier nicht zum PZB-Lehrgang und ist auch ein bisschen komplizierter. So, damit wir auch überhaupt was angezeigt kriegen von der PZB, haben wir hier die Anzeigeelemente. Hier, diese sechs Leuchtmelder sind das. Die Nullen zählen nicht mehr mit dazu, also diese sechs hier. Da haben wir hier oben drei blaue Leuchtmelder, dann haben wir hier einen gelben. Aha, da sehen wir schon mal wieder 1000 Hertz. Einen roten 500 Hertz und einen weißen Befehl 40. Ja, von 2000 Hertz sieht man hier jetzt gerade kurioserweise nichts. Wenn man jetzt eine Zwangsbremsung kriegt, sprich eine 2000 Hertz Beeinflussung, dann wird einem das auch auf eine andere Weise angezeigt. Aber dazu kommen wir dann später nochmal. So, jetzt nochmal zurück zu den Zugarten. Ne? Ich habe euch ja da hinten gezeigt, da an diesem einen Drehschalter. Da kann man drei verschiedene Zugarten einstellen. Eine obere, eine mittlere und eine untere.
Und je nachdem, was man da eingestellt hat, leuchten hier die Leuchtmelder. In der oberen leuchtet zum Beispiel wie jetzt hier gerade der 85er, in der mittleren dann der 70er und in der unteren der 55er. Jetzt hatte ich ja auch noch was dazu gesagt, dass man da verschiedene Höchstgeschwindigkeiten hat, beziehungsweise verschiedene Geschwindigkeitsüberwachungen. Die PZB überwacht nämlich die ganze Zeit unsere Geschwindigkeit. Und zwar, wenn der Leuchtmelder so wie jetzt hier einfach nur leuchtet, dann werden wir auf 165 km/h überwacht. Also wenn der 85er so leuchtet wie jetzt, dann wird unser Zug auf 165 km/h überwacht. Jedoch gibt es da so eine wunderschöne Richtlinie von der DB. Das ist die Richtlinie 183, wenn ich mich gerade nicht irre. Oder 483. Richtlinie 483. Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Das müsste die 483 sein. Und in der steht geschrieben, dass man immer 5 km/h unter der überwachten Geschwindigkeit höchstens fahren soll. Mit anderen Worten, wir werden jetzt hier auf 165 km/h überwacht, dürfen also zwangsläufig nur 160 höchstens fahren. Wird mit dieser Lok hier problematisch, da die sowieso nur 120 auf dem Kessel hat. Steht das hier nochmal irgendwo? Ich glaube, Höchstgeschwindigkeit 120, genau, das kann die Lok, mehr kann sie nicht. Kann also gar nicht erst 160 fahren. Also eigentlich rein theoretisch könnte man mit der sogar in der mittleren Zugart fahren. Würde eigentlich völlig ausreichen. Denn in der mittleren Zugart, also wenn dieser 70er hier dauerhaft leuchten würde, dann würden wir auf 125 km/h überwacht. Dürften also mit anderen Worten 120 höchstens fahren. In der unteren wird man dann auf 105 überwacht und man dürfte 100 fahren. So viel erstmal zum allgemeinen theoretischen technischen Teil. Gut, Fahrgäste sind, glaube ich, erstmal drinne. Kicken wir nochmal nach. Ne? Ups, der will immer nach vorne gucken. Ja, da stehen noch welche, die haben anscheinend keinen Bock mehr zu fahren. Die warten auf den nächsten. Soll mir recht sein. Türen machen wir zu. Türwahlschalter nach 0. Bremse mal lösen eben. Und wie schnell dürfen wir hier überhaupt rausfahren? Mit 90, glaube ich. So, jetzt achtet mal genau auf die PZB-Anzeige. Jetzt fängt plötzlich der 70er und der 85er an zu blinken. Ich schalte mal kurz nochmal auf 40 runter. Wieso blinken die jetzt? Das ist eigentlich ziemlich leicht erklärt. Jedes Mal, wenn man den Richtungsschalter, der hier rechts außen dran ist, dieser hier, wenn man den nach vorne verlegt, schaltet sich die PZB quasi neu ein. Und jedes Mal, wenn die PZB neu eingeschaltet wird und man das erste Mal wieder damit losfährt, fängt dieses Wechselblinken an hier. Das ist dann das sogenannte Startprogramm. Das Startprogramm überwacht uns jetzt auf 45 km/h. Beziehungsweise jedes Mal, wenn diese beiden Leuchtmelder im Wechsel blinken, werden wir auf 45 km/h überwacht. Wenn wir schneller werden, macht's bumm und wir kriegen eine Zwangsbremsung. So, jetzt ich weiß, ihr merkt schon, das ist alles sehr, sehr, sehr um heißen Brei rumgeredet. Aber wie gesagt, es muss leider so sein. Ach, jetzt hat es schon aufgehört von alleine, das ist sehr schön. Was hätte ich denn jetzt sonst dagegen machen können, wenn ich schon gewollt hätte, dass es früher aufhört zu wechselblinken? Dann hätte ich nämlich die PZB-Freitaste, beziehungsweise hier lösen steht hier, PZB-Freitaste hätte ich auch drücken können. Oder ziehen, je nachdem. Man kann die Schalter hier, also man kann die drei Taster hier sowohl nach vorne als auch nach hinten ziehen, ist völlig egal. Jedenfalls hätte ich auch frei ziehen können, dann hätte ebenfalls jetzt das Wechselblinken aufgehört. Das darf ich allerdings nur unter zwei Bedingungen tun. Und zwar, Punkt 1, wenn mir am nächsten Hauptsignal eine Geschwindigkeit angezeigt wird, die größer als 30 km/h ist, also wenn mir da 30 angezeigt wird, darf ich mich nicht befreien. Oder bei 20 oder bei 10, erst wenn es größer als 30 km/h ist, darf ich mich aus diesem Startprogramm befreien. Und Punkt 2, wenn in den nächsten 550 Metern kein aktiver 500 Hertz Magnet zu erwarten ist. Ja, sind eine Menge Zahlen, ich weiß. Aber ist halt wichtig, wenn man die PZB verstehen möchte, dann sollte man das schon wissen. Also nochmal zum Mitschreiben, wann darf ich mich aus der
aus einer Beeinflussung befreien. Erstens Geschwindigkeit mindestens 30 km/h am nächsten Hauptsignal und zweitens kein scharfer 500 Hertz Magnet in den nächsten 550 Metern. Ja, vor allem eine Menge Fünfen hier gerade, ne? So, theoretisch dürfte ich jetzt gleich 130 fahren, kann ich aber nicht, immer schön dran denken, ne? Höchstens 120 mit diesem schönen Prachtstück hier. Ich könnte jetzt, nee, kann ich gar nicht. Erst wenn ich jetzt über 120 kommen würde, dann würde mich das Fahrzeug automatisch wieder auf 120 runterbremsen. Hat nichts mit der PZB an sich zu tun, weil, wie gesagt, hier laut unserer Zugart dürfte ich ja sogar 160 fahren. Hat einfach was mit der Lok zu tun. Die macht einfach nicht mehr als 120. So, kriege schon einen trockenen Hals hier vom Labbern. Muss ich mal kurz einen Schluck trinken, ganz unprofessionell. So, die meiste Frage, die ich bis jetzt gelesen habe bei Facebook in der schönen Trains in World Gruppe, war, wann muss ich denn eigentlich wachsam betätigen, an was für Signalen? Da kann man eigentlich erstmal ganz grundsätzlich sagen, an allen Signalen, die in Warnstellung stehen. Was ist jetzt wieder die Warnstellung? Oh Mann, ey, der hört ja nicht mehr auf hier mit seinen Fachbegriffen. Warnstellung heißt, wenn ein Vorsignal bzw. ein Signal zum Beispiel Halt erwarten zeigt, also gelb, oder wenn es eine Geschwindigkeit in gelb anzeigt, also eine Geschwindigkeitsänderung ankündigt. Das kann sowohl an einem Lichtsignal sein, aber es kann auch an einem Formsignal passieren. So, jetzt werden wir mal langsam ein bisschen bremsen hier. Minimum, ja gut. Lassen wir mal erstmal auf Minimum. Umstieg ist links. Also jedes Mal, wenn mir eine Geschwindigkeit angekündigt wird und jedes Mal, wenn mir Halt erwarten angezeigt wird, muss ich wachsam bestätigen. Und zwar innerhalb von 4 Sekunden. Ja, schon wieder eine neue Zahl, die man sich merken muss. Ich weiß, es ist ätzend mit mir. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht ein bisschen zu spät gebremst hier. Ah, ich kann auch mal ein bisschen auslösen. Ich will ja hier auch trotzdem nebenbei noch vernünftig fahren. So, lösen wir komplett aus. Ah, nee, reicht noch nicht. Naja, egal, ein bisschen mit der Lok drüber hinaus, ist ja egal. So, türen wir mal auf. So, jetzt stehen wir erstmal wieder ein bisschen, haben wir wieder ein bisschen Zeit zum Quasseln. Zusatzbremse lege ich mal kurz an, damit wir hier nicht wegrollen. Mir Fälle. So, also wie gesagt, wachsam muss man bestätigen, jetzt sage ich zum dritten Mal, wenn entweder eine gelbe Geschwindigkeit angezeigt wird, allerdings nicht bei jeder, und wenn einem Halt erwarten angezeigt wird, also wenn das Vorsignal gelb ist. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, nicht bei jeder Geschwindigkeit. Ach Mann, das hört ja nicht mehr auf hier mit komischen, komplizierten Regeln, wa? Also, folgendes. Ich muss nur Geschwindigkeitsankündigungen mit wachsam bestätigen, die niedriger als 100 km/h sind. Also alles bis zum Beispiel 95 km/h erwarten. Also wenn da jetzt an einem Vorsignal eine gelbe 95 stehen würde, oder eine gelbe 90, das müsste ich mit wachsam bestätigen. Mache ich das nicht, kriege ich wieder eine Zwangsbremsung. Richtig. Und dazu habe ich jedes Mal 4 Sekunden Zeit. Alles, was ab 100 km/h ist, also ab 100 km/h erwarten, muss ich nicht mehr... Zusatzbremse. Muss ich nicht mehr mit wachsam bestätigen. So, jetzt aber. Ja, also ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier nicht alles ein bisschen zu kompliziert für euch ist. Ich kann ja am Ende nochmal versuchen, eine kleine Zusammenfassung zu erzählen. Ja, ich weiß. Alles ganz schön kompliziert mit der PZB. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass hier mal demnächst irgendwie ein Signal kommt, was wir bestätigen müssen. Ach Mensch, ich krieg hier einen ganz trockenen Hals. Ich bin da ja nicht mehr dran gewöhnt, so viel zu erzählen. Nur 110 dürfen wir jetzt nur noch.
So, fahren wir einfach erstmal weiter. Was kann ich noch erzählen? Also, wie gesagt, hier unten haben wir die drei anderen Leuchtmänner noch. Also erstmal hier oben die drei für die Zugarten, wie gesagt, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel an einem Signal vorbeifahren, wo wir wachsam betätigen müssen, da liegt dann nämlich ein, zum Beispiel bei einem Vorsignal, was Halt erwarten zeigt, da ist dann nämlich ein 1000-Hertz-Magnet dran. Ne? Jetzt kommen wir wieder zu diesen drei Frequenzen. Ne? Da ist jetzt ein 1000-Hertz-Magnet dran. Ne? An dem, wenn ich an dem vorbeigefahren bin, muss ich wachsam ziehen. Nur jetzt hat man ja gerade 100 erwarten, habt ihr gerade gesehen, muss ich nicht mit wachsam bestätigen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Halterwarten vorbeifahre, muss ich wachsam ziehen und dann registriert quasi der Fahrzeugmagnet, der da unten am Drehgestell dranhängt, registriert, dass der Gleismagnet auf 1000 Hertz aktiv war, beziehungsweise scharf war, je nachdem wie man es ausdrücken will. Und dann leuchtet hier plötzlich der 1000 Hertz Leuchtmelder auf, der 85er fängt an zu blinken und ab diesem Augenblick habe ich genau 23 Sekunden Zeit in der oberen Zugart, um auf unter 85 km/h zu bremsen. Deswegen steht da auch die 85. Und wir erinnern uns wieder an diese PZB-Richtlinie von der Deutschen Bahn. Immer 5 km/h drunter. Das heißt, wir müssen also auf höchstens 80 km/h runterbremsen. Also wir sollten danach nur noch 80 fahren. Wie gesagt, dazu haben wir 23 Sekunden Zeit für diese Bremsung. Wenn wir es nicht schaffen, könnt ihr dreimal raten, was dann passiert. Richtig, dann gibt es wieder eine Zwangsbremsung. So, weiter im Text. Nach 700 Metern, nachdem das hier alles angefangen hat mit den Leuchtmeldern, nach 700 Metern geht der 1000 Hertz Leuchtmelder, der gelbe hier, der geht dann wieder aus. Der 85er, der blinkt jedoch weiter. Mit anderen Worten, wir werden immer noch auf 85 km/h überwacht von der PZB, könnten uns aber theoretisch, weil der gelbe aus ist, mit der Freitaste befreien. Müssen wir jetzt also wieder gucken, müssen wir wieder aufs nächste Hauptsignal gucken. Steht das immer noch auf Halt, weil wir hatten ja ein Halt erwarten bestätigt. Steht das immer noch auf Halt, dann darf ich mich natürlich nicht befreien, weil zwischen einem Halt erwarten und einem roten Signal wird höchstwahrscheinlich noch ein 500-Hertz-Magnet kommen und der ist dann in dem Fall sogar noch näher als 550 Meter dran. Darf ich mich also nicht befreien. Wenn ich es doch tue und ich fahre dann über den 500-Hertz-Magneten, dreimal dürft ihr raten, richtig, Zwangsbremsung. So, wenn das jetzt allerdings schon wieder auf Fahrt umgesprungen ist, beziehungsweise auf einen Fahrtbegriff, der mindestens 30 km/h ist, über 30 km/h ist besser gesagt, nicht mindestens, sondern über 30 km/h, dann geht auch der 500-Hertz-Magnet aus, der da vor uns liegt und dann dürfen wir uns befreien. Dann hört das Blinken hier auf, der 85er leuchtet wieder so, wie er jetzt ist und dann werden wir auch wieder auf 165 überwacht und könnten theoretisch wieder auf 160 beschleunigen, beziehungsweise auf die Geschwindigkeit, die uns am Signal angezeigt wird. So, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Oder eigentlich doch ein ziemlich langer Sinn. So, jetzt habe ich ja gerade schon erwähnt, wenn wir dann auf so ein Halt zeigendes Signal zufahren, also auf so ein rotes Signal, dann liegt ja da vorher noch ein 500-Hertz-Magnet. Sobald ich über den rüber gefahren bin, also wenn der Fahrzeugmagnet wieder registriert, aha, da war gerade ein 500-Hertz-Magnet, geht hier der rote Leuchtmelder an, der 500-Hertz-Leuchtmelder, und dann geht der 85er auch wieder in Standlicht über. Also der hört auch auf zu blinken und leuchtet wieder dauerhaft. Ab diesem Zeitpunkt, sobald das passiert, also sobald ich über den 500-Hertz-Magneten drüber gefahren bin, muss ich innerhalb von 153 Metern, ja, fragt mich nicht, wer auf diese bekloppte Zahl gekommen ist, aber innerhalb von 153 Metern muss ich von unter 65 km/h auf unter 45 km/h kommen. Denkt dran, PZB-Richtlinie, also von 60 auf 40. Ne, immer 5 km/h drunter. Wenn ich das nicht schaffe, beziehungsweise wenn ich sogar noch über 65 km/h auf dem Tacho habe, während ich über den 500-Hertz-Magneten fahre, kriege ich erstmal eine Zwangsbremsung.
Oder wenn ich es halt nicht schaffe, innerhalb dieser 153 Meter auf 40 km/h abzubremsen, beziehungsweise auf unter 45, kriege ich auch wieder eine Zwangsbremsung. Ja. Also mit anderen Worten, man sollte, während man auf dieses haltzeigende Signal zufährt, einfach am besten die ganze Zeit ruhig weiterbremsen, nicht zu doll, nicht, dass man schon ewig vorher zum Stehen kommt, sondern einfach schön gemütlich weiterbremsen, dass man alle Geschwindigkeiten, die da überwacht werden, einfach unterfährt, damit man gar nicht erst irgendwie in eine Bredouille kommt, sondern das Bremsen einfach ganz entspannt vonstatten geht. Ne? Also nicht irgendwie in Panik verfallen oder so, das wäre auch kontraproduktiv. Das wollen wir ja nicht. Also nochmal zum Mitschreiben, nochmal allgemein gesagt. Ich sehe einen Halt erwarten vor mir, ein gelbes Vorsignal. Fange einfach schon mal rechtzeitig vorher an, ein bisschen zu bremsen, damit ich da nicht extrem in der Eisen gehen muss. Sobald ich dran vorbeigefahren bin, ziehe ich PZB wachsam. Hier, bremse schön innerhalb von meinen 23 Sekunden auf unter 85 km/h. Wenn ich das erreicht habe, bremse ich ruhig ein bisschen weiter. Dann kommt irgendwann der 500-Hertz-Magnet. Sobald ich den überfahren habe, geht hier der 500-Hertz-Leuchtmelder an. Und ich habe 153 Meter, um von unter 65 auf unter 45 zu kommen. Wenn ich das geschafft habe, sollte ich logischerweise auch noch weiter bremsen, denn ich soll ja vor dem roten Signal rechtzeitig zum Stehen kommen. Also bloß nicht anfangen, irgendwie die Bremsung komplett auszulösen oder so. Wenn es nicht anders geht, müsst ihr das natürlich machen, wenn ihr sonst, weil jetzt ich noch hunderte Meter vorm Signal zum Stehen kommen würdet. Aber wenn es sich einrichten lässt, am besten einfach die ganze Zeit locker, flockig weiter bremsen. Und dann so, ja, 5, 6 oder 10 Meter vorm roten Signal dann zum Stehen kommen. Optimal. So, da vorne wird uns was angekündigt. Ich mache schon mal ein bisschen hier die Fahrsteuerung aus. Fang schon mal an zu bremsen. Denn jetzt guck mal hier, ein gelbes und ein grünes Licht. Muss ich jetzt mit wachsam bestätigen. Jetzt habt ihr gerade gesehen, der 1000 Hertz Leuchtmelder ist angegangen. Und der 85er fängt an zu blinken. In dem Moment, wo ich wachsam gezogen habe und wo sich die Leuchtmelder so eingestellt haben, haben diese 23 Sekunden angefangen, dass ich unter 85 kommen muss, habe ich locker geschafft. Ich bremse ganz entspannt weiter. Jetzt müsste irgendwann nach ca. 700 Metern müsste der 1000 Hertz Leuchtmelder ausgehen. Zack, da ist er aus. Und das gelbe und das grüne Licht da vorne künden mir eine Geschwindigkeit von 40 km/h an. Das ist also größer als 30. Ein 500 Hertz Magnet kommt da jetzt auch nicht mehr, also drücke ich die Freitaste. Und der 85er hört auf zu blinken und leuchtet wieder dauerhaft, bitteschön. Ups. Ah, bremst doch ein bisschen locker hier. So, Tür auf. Zusatzbremse an. So, jetzt habt ihr das Ganze mal in einem kleinen Praxisbeispiel gesehen. War jetzt zwar kein Halt erwarten, aber es war eine Geschwindigkeit, die man bestätigen muss. Also wie gesagt, ja, das gelbe und grüne Licht gemeinsam an einem Vorsignal bedeuten in der Regel, also es bedeutet richtig gesagt, Langsamfahrt erwarten. Aber solange da keine zusätzliche Geschwindigkeit angezeigt wird, muss man das als 40 km/h erwarten ansehen. Also ab da vorne an dem Hauptsignal, was man da sieht, muss ich dann 40 km/h fahren. Das weiße Zusatzlicht hier oben bedeutet nochmal, dass das ein Wiederholer ist. Hier liegt jetzt auch kein Magnet mehr dran. Wachsam muss ich an einem Wiederholer trotzdem ziehen. Denn eine ganz wichtige Regel, die mir damals in der Ausbildung immer wieder eingebläut wurde, wir bestätigen Signale und keine Magneten. Also auch an einem Wiederholer, wo kein Magnet liegt, trotzdem immer schön brav wachsam betätigen. Okay. Perfekt. Türen machen wir zu.
Zusatzbremse lösen wir. Und ich stelle mir 40 km/h ein, die ich da vorne dann haben muss. Also wie gesagt, ne, wenn dieses Langsamfahrt erwarten jetzt zum Beispiel 60 erwarten bedeuten soll, dann muss ja noch eine gelbe 6 drunter stehen. Nochmal wachsam gezogen, war kein Magnet dran, deswegen passiert jetzt hier auch nichts in den Leuchtmeldern. Trotzdem, wie gesagt, PZB wachsam betätigen. So, das hier ist ein Hauptsignal. Jetzt haben wir hier Langsamfahrt, also Fahrt mit 40 auf Deutsch gesagt. Müssen wir nicht weiter bestätigen, weil es ist ein Vorsignal, ist ein Hauptsignal, Entschuldigung, das ist ein Hauptsignal. Da wird uns ja die Geschwindigkeit nicht mehr angekündigt, sondern ab da müssen wir sie einhalten. Also muss ich das nicht mehr bestätigen, sondern einfach nur noch einhalten. So, jetzt müssen wir natürlich die 40 km/h nicht bis zum Ende der Strecke fahren, sondern nur im sogenannten anschließenden Weichenbereich. Aber da komme ich jetzt nicht weiter zu, denn das würde jetzt den Rahmen sprengen. Anschließender Weichenbereich ist jetzt hier nicht das Thema. Wenn Interesse besteht, kann ich ja dazu nochmal ein extra Video machen. Könnt ihr mir ja gerne Feedback da lassen. Jedenfalls, anschließenden Weichenbereich habe ich abgefahren. Jetzt darf ich wieder Fahrplangeschwindigkeit fahren, also 120. Beziehungsweise eigentlich ja 130, aber geht ja nicht, ne? Wegen Lok. Ach, Entschuldigung, dass ich hier nebenbei die ganze Zeit am Trinken bin. Aber mein Hals ist echt trocken. So, hier rechts haben wir auch nochmal das ganze Leuchtmelder-Tableau angezeigt. Wem das hier unten einfach ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, zu blöd zu sehen ist, da kann ich rechts nochmal gucken. So, jetzt haben wir schon als nächstes Gemünden. Da endet ja dann unsere Zugfahrt. Und unser Tutorial natürlich. Die nächsten Bahnhöfe fahren wir jetzt einfach mal durch. Oh, hier schön grüne Welle. Müssen wir nichts bestätigen, müssen wir nichts machen. Einfach nur fahren und die Aussicht genießen. An sich muss ich sagen, wenn man erstmal mit der PZB alles verstanden hat, dann ist der Job als Lokführer doch sehr entspannt. Kann ich ja nur auch aus Erfahrung sprechen. Ich bin jetzt schon seit 4,5 Jahren Lokführer. Seit Anfang Juni diesen Jahres sogar bei der Deutschen Bahn, bei DB Regio. Und wie der Zufall es möchte, habe ich ja schon in einer Gruppe erwähnt, habe ich jetzt vor ein paar Tagen, beziehungsweise vor einer Woche, diese Baureihe hier sogar in echt, habe ich da die Prüfung bestanden. Ich darf die Dinger jetzt ja auch in echt fahren, freu. Hihi. Ja, ist schon echt ein cooles Gefühl. Weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Also mit diesen Bremskurven, die ich da angesprochen habe, mit diesen 23 Sekunden unter 85 km/h und mit diesen 153 Metern und so, da hoffe ich, denke ich dran, dass ich da noch ein bisschen während dem Video noch Tabellen bzw. Diagramme einfüge, damit ihr das mal so ein bisschen besser seht. Ich versuche es einfach mal. Also ich hoffe echt, dass ich das hier einigermaßen verständlich rüberbringen wollte. Jetzt wollen hier meine Mäuse schon wieder die ganze Zeit Einstreue rausschmeißen aus ihrem Käfig. Ich fass es nicht. Ich habe hier gerade so einen Mäusekäfig neben mir zu stehen. Mensch, was machst du denn da? Das Einstreue soll drinnen bleiben. Sorry. Diese Mäuse, ey, die sind schon süß. Hier alles grün. Das war jetzt gerade wieder ein Vorsignal. War allerdings grün, müssen wir nichts bestätigen. Einfach weiterfahren. Und einfach nur auf die Fahrplangeschwindigkeit achten, damit wir die nicht überschreiten. So, jetzt müsste eigentlich gleich schon mal die Einfahrt von Gemünden kommen, das Einfahrsignal.
110er warten. Bremsen wir mal ein bisschen runter. Macht die Lok ja von alleine, wenn ich den Tempomaten einstelle. 110, wie gesagt, muss ich jetzt nicht mit wachsam bestätigen, weil es ja über 100 km/h ist. Ich muss das halt einfach nur trotzdem einhalten. Wir werden trotzdem quasi dann an einem bestimmten Punkt überwacht. Das nennt sich dann Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier schon war. Da gibt es auch nochmal eine kleine Tabelle sozusagen für. Die kann ich auch nochmal einfügen, auf was für Geschwindigkeiten man dann überwacht wird. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen im Prüfabschnitt. Vielleicht war er auch gar nicht da, weil wir sowieso nur 120 fahren. Wenn man nämlich eine 110 erwarten bekommt, jetzt einfach mal so als Beispiel, weil wir es ja gerade hatten. 110 erwarten, kommt dann irgendwann ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt, bei dem ich dann auf 135 km/h überwacht werde. Also ich darf da nicht schneller als 135 fahren, ansonsten knallt es. Jetzt wieder die Zwangsbremsung, die berühmt-berüchtigte. Und die wollen wir ja nicht kriegen, ne? Also müssen wir langsamer fahren als 135. Aber da gibt es, wie gesagt, auch wieder eine Tabelle, die kann ich ja einfügen ins Video, wenn ich dran denke. So, das müsste jetzt hier Lohr sein, aber hier fahren wir durch. Was ist noch Patenstein? Ne, müsste eigentlich Lohr sein. Lohr Bahnhof. Kommt der Gegenzug, immer nett grüßen, Hallöchen. So, werden wir schon mal langsam Geschwindigkeit abschalten. Ah ne, jetzt kann ich unser Signal da vorne. Da vorne kriegen wir wieder Langsamfahrt erwarten. Einfach schon mal ein bisschen rechtzeitig anfangen zu bremsen, kann nie schaden. So, wieder drauf achten hier unten. Der 1000er geht an. 500er blinkt. Hab 23 Sekunden Zeit, um auf unter 85 zu kommen. Geht eigentlich immer relativ fix. Da sind wir schon unter 85. Trotzdem weiter bremsen, denn wir haben ja Langsamfahrt erwarten angekündigt bekommen. Und da müssen wir ja auf 40 km/h runterbremsen. Übrigens erstmal so nebenbei, ne, der Regelbremsweg zwischen einem Vorsignal und einem Hauptsignal beträgt so immer um die 1000 Meter. Ups, jetzt bin ich ein bisschen langsam geworden. Ein bisschen verquatscht gerade. Egal, stellen wir uns die Geschwindigkeit nochmal bei 41. So, jetzt habe ich ja da vorne wieder 40 am Signal dran zu stehen und erstmal kein 500 Hertz Magnet, also Freitaste bedienen. Hört auf zu blinken und geht wieder ins Standlicht über. Und jetzt haben wir hier am Hauptsignal Fahrt mit 40 und unten dran nochmal ein Vorsignal zu hängen mit Halt erwarten. Zwei gelbe Lichter heißen Halt erwarten. Wieder wachsam bestätigen. Der 1000er geht wieder an, der 85er fängt wieder an zu blinken. Jetzt hätte ich also theoretisch wieder die 23 Sekunden Zeit, um auf unter 85 km/h zu kommen, aber da ich ja eh nur 40 fahre, im Moment brauchen wir uns das gerade nicht weiter zu kümmern. Brauchen wir uns jetzt also keinen Kopf mehr zu machen. Allerdings, dadurch, dass wir jetzt auf Halt fahren, auf ein rotes Signal zufahren, so, hier erstmal wieder 100 erwarten, ne? Da haben wir jetzt nichts zu befürchten, muss ich nicht wachsam ziehen, ist ja mindestens 100. So, aber jetzt nochmal zum richtigen Thema zurück. Da wir jetzt auf ein rotes Signal zu fahren, kommt jetzt auf jeden Fall gleich ein 500 Hertz Magnet am Bahnsteig. Das heißt, sobald der 1000er hier ausgeht, der hier, könnte ich mich rein technisch befreien aus der PZB. Darf ich aber nicht, denn der 500 Hertz Magnet ist näher als 550 Meter jetzt dran. Wenn ich mich jetzt befreien würde, jetzt könnte ich, darf ich aber nicht, wenn ich mich jetzt befreien würde, würde es auf jeden Fall eine Zwangsbremsung geben am 500 Hertz Magneten. Und das wollen wir nicht. So, jetzt können wir gleich nochmal beobachten, sobald ich über den 500 da drüber fahre. Erstmal Hallöchen, Kollege. Huch. Ja, mach mal weg da.
Sobald ich über den 500er gleich rüberfahre, geht der 85er wieder ins Standlicht über und der 500er leuchtet rot. Schon mal ein bisschen anfangen zu bremsen. Da vorne kommt der 500-Hertz-Magnet. Hier, da liegt er. Und gleich mal auf die PCB achten. Bing! Okay, ist hier fehlerhaft dargestellt. Eigentlich müsste der 85er jetzt wieder dauerhaft leuchten. Haben sie falsch dargestellt. So, Türen machen wir auf. So, jetzt haben wir hier gerade wieder Wechselblinken. Ist jetzt hier gerade wieder angegangen. Dieses Wechselblinken. Muss ich auch noch mal kurz was zu sagen. Dieses Wechselblinken geht immer dann an, wenn man eine bestimmte Zeit unter 20 km/h fährt. Das sind immer so um die 15 Sekunden ungefähr. Wenn man 15 Sekunden lang unter 20 km/h fährt, kommt man ins Wechselblinken. Oder halt, wenn man zum Stehen kommt, dann kommt man auch ins Wechselblinken. Jetzt wird man dadurch wieder auf eine geringere Geschwindigkeit überwacht. Und zwar, jetzt weil der 500 dann auch dazu an ist, werden wir jetzt auf 25 km/h überwacht. Also wenn ich jetzt hier weiterfahren dürfte, was ich ja nicht darf, weil die Strecke hier zu Ende ist. Wenn ich jetzt weiterfahren dürfte, dann müsste ich jetzt Tempomaten auf 20 einstellen. So. Dürfte ich jetzt nicht über 20 kommen, weil denkt dran, immer diese 5 km/h-Regel aus der Richtlinie. Immer 5 km/h runter, denn ich werde jetzt hier gerade durch dieses Bild auf 25 km/h überwacht. Wenn jetzt hier Wechselblinken ist und der 1000 Hertz Leuchtmelder ist dazu an, also der ist aus, der ist an, dann werde ich auf 45 km/h überwacht, dürfte also 40 fahren. Und wenn nur die beiden blinken und hier unten ist gar nichts an, dann dürfte ich ebenfalls nur werde ich ebenfalls auf 45 überwacht, dürfte also ebenfalls nur 40 fahren. So, jetzt haben wir hier den einen Magneten gar nicht mehr gesehen. Den einen Magneten, sage ich schon, den einen Leuchtmelder gar nicht gesehen. Und zwar hier den Befehl 40 hier, den haben wir jetzt gar nicht im Einsatz gesehen. Der Befehl 40 Leuchtmelder ist quasi dazu da, wenn ich jetzt zulässig, also erlaubterweise über ein rotes Signal drüber fahre, dann würde der, also müsste ich während der Überfahrt, müsste ich Befehlstaste drücken und gedrückt halten. Und sobald ich an dem roten Signal vorbei bin, also sobald unten der Fahrzeugmagnet wieder feststellt, aha, da war gerade ein 2000 Hertz Magnet, denn an so einem roten Signal da vorne liegt ja immer ein 2000 Hertz Magnet dran, hier ungefähr so daneben, dann geht hier die Befehl 40 Lampe an und alles ist gut. Zulässig vorbeifahren darf ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt das Signal gestört ist und ich kriege vom Fahrdienstleiter quasi schriftlich die Bestätigung, ich darf dran vorbeifahren. Oder wenn ich jetzt darüber hinaus rangieren möchte, dann geht es auch. So, ich würde sagen, jetzt spielen wir hier nochmal ganz kurz ein paar Gefahrensituationen durch. Ich mache mal kurz die Türen zu. Ich hoffe mal, alle sind draußen. Ist das eigentlich erstmal Szenario abgeschlossen? Ups. Was macht denn der Türwahlschalter da jetzt? So, Türen sind zu. Jetzt versuche ich mal über 25 zu kommen. Ganz flott. Mal, wartet mal, ich kann ja mal kurz hinten die Lok abpuppeln, dann geht das alles ein bisschen schneller. So, gehen wir mal kurz raus. Baue jetzt einfach mal absichtlich ein bisschen Mist, also nicht wundern. Na? So. Einfach mal absichtlich ein bisschen Mist bauen hier, kann ja auch nicht schaden. Führen wir mal zu. Zack, zack. Jetzt komme ich mal über 25 km/h einfach. So, das müsste jetzt eigentlich abgehen wie Spitzkatze. Und sobald ich über 25 komme, passiert hier irgendwie gar nichts. Doch jetzt gibt es eine Zwangsbremsung.
ist hier auch gerade ein bisschen falsch dargestellt, das ganze Bild. In echt, wenn ich eine Zwangsbremsung kriege, blinken eigentlich der 1000er und der 500er gleichzeitig. Und hier oben ist jetzt alles erloschen, wie ihr seht. Dadurch wird jetzt eine Zwangsbremsung dargestellt. Ja, jetzt trötet das hier die ganze Zeit. Nervt ein bisschen, würde ich sagen. Oh, schwerer Gleiten ist angegangen. Tröten nervt jetzt ein bisschen und die Bremse, die Luftleitung ist jetzt komplett leer. Was mache ich jetzt? Ganz einfach. Ich drücke einfach die Freitaste und alles ist schick. Dadurch kann ich mich aus der Zwangsbremsung befreien. Jetzt sehe ich hier gerade, ich habe gerade eine 500 Hertz Zwangsbremsung gekriegt und werde wieder auf 25 km/h überwacht. Das muss ich nochmal mit dazu sagen. Wenn ich mich, sobald ich mich aus so einer Zwangsbremsung befreie, kann ich hier an dem PZB-Bild feststellen, durch was für einen Magneten ich die Zwangsbremsung bekommen habe. Wie jetzt gerade eben bin ich über die 25 km/h gekommen, also habe ich quasi vom 500 Hertz Magneten die Zwangsbremsung gekriegt, also leuchtet wieder 500. Wenn ich jetzt zum Beispiel vergesse, ein Vorsignal mit wachsam zu bestätigen, muss ich ja innerhalb von 4 Sekunden machen. Wenn ich es nicht mache, kriege ich eine Zwangsbremsung. Und da war ja der 1000 Hertz Magnet dran schuld am Vorsignal. Dann würde jetzt hier der 1000er leuchten und auch wieder wechselblinken, also werde ich auf 45 km/h überwacht. Und wenn ich hier an einem Hauptsignal die Zwangsbremsung bekommen habe, dann ist hier unten alles aus und nur die beiden blinken im Wechsel. Dann weiß ich, ups, das war eine 2000 Hertz Beeinflussung, also bin ich wohl aus Versehen am roten Signal vorbeigefahren. So, jetzt testen wir nochmal kurz die Befehlstaste aus, die hatten wir ja noch nicht so wirklich. Beschleunige ich erstmal auf 20. Hier Vorsignal, Wiederholer, nochmal bestätigen. Und jetzt fahren wir hier gleich. Jetzt achtet mal hier unten auf den weißen Befehl 40 Leuchtmelder. Zack, da ist er. Zug fehlgeschlagen, Haltesignal überfahren. Ja, ich weiß, durfte ich nicht. Und da landen wir jetzt wieder im in der Übersicht. Gehen wir mal ins Hauptmenü. Zack. Ja, jetzt habe ich gerade absichtlich Scheiße gebaut, wie gesagt, ne? Bin ich jetzt eigentlich unzulässig übers haltzeigende Signal gefahren. Aber wenn es dann mal zulässig ist, darf ich auf keinen Fall vergessen, wie gesagt, PZB-Befehl zu drücken. Ansonsten gibt es eine Zwangsbremsung. Mit der Taste PZB-Befehl überbrücke ich quasi die Zwangsbremsung, die vom roten Signal ausgeht, also vom 2000 Hertz Magneten. So, ich kann ja nochmal, wie gesagt, ein bisschen zusammenfassen, da das ja jetzt alles ein bisschen viel war. Fangen wir nochmal so ein bisschen von vorne an, gehen das Ganze nochmal Schritt für Schritt durch. Also, es gibt erstmal die Streckeneinrichtung und die Fahrzeugeinrichtung. Die Streckeneinrichtung besteht aus diesen drei verschiedenen Magneten, 500 Hertz, 1000 Hertz und 2000 Hertz. Der 1000 Hertz Magnet liegt in der Regel immer an Vorsignalen, beziehungsweise an Signalen, die halt in Warnstellung stehen. Es müssen ja nicht unbedingt Vorsignale sein, sondern es können auch diese gelben Dreiecke da sein, die da am Streckenrand stehen. Sind ja quasi auch in Anführungszeichen Vorsignale. Also die kündigen ja auch eine Geschwindigkeit an. Da liegt dann ein 1000 Hertz Magnet. Der 500 Hertz Magnet, der liegt dann zwischen dem Vorsignal und dem Hauptsignal. Und der ist nur dann scharf, wenn ich entweder auf ein haltzeigendes Signal zufahre oder wenn mir eine Geschwindigkeit von 30 km/h oder geringer angezeigt wird oder weniger. Dann ist der 500er auch scharf. Und der 2000 Hertz Magnet, der liegt immer an einem roten Hauptsignal. Also ein Hauptsignal, was mir Halt zeigt. Und der gibt mir sofort, wenn ich drüber fahre, eine Zwangsbremsung. Und wenn ich, wie gesagt, die Befehlstaste ziehe, dann nicht. So, nochmal zu den Geschwindigkeiten. Wenn ich in der oberen Zugart fahre, werde ich auf 165 km/h überwacht, darf also 160 fahren. In der mittleren Zugart werde ich auf 125 km/h überwacht, darf also 120 fahren. Und in der unteren Zugart werde ich auf 105 überwacht und darf 100 fahren. Wenn ich jetzt ein Vorsignal bestätige mit wachsam und der 1000 Hertz Magnet angeht,
habe ich in der oberen Zugart die 23 Sekunden Zeit, um auf unter 85 zu bremsen. Deswegen auch der 85 Leuchtmelder. In der mittleren Zugart habe ich 29 Sekunden Zeit, um auf unter 70 km/h zu bremsen. Deswegen der 70 Leuchtmelder. Und in der unteren Zugart habe ich noch mehr Zeit. Da habe ich 38 Sekunden, um auf unter 55 zu bremsen. Denn da war ja noch der blaue 55er Leuchtmelder in der PZB-Anzeige. So, wenn ich das geschafft habe, kann ich ruhig noch ein bisschen weiter bremsen, denn da kommt ja noch der 500-Hertz-Magnet, wenn ich auf Halt fahre. Wenn ich da drüber fahre in der oberen Zugart, dann habe ich 153 Meter Platz, um von unter 65 auf unter 45 zu kommen. In der mittleren Zugart habe ich ebenfalls 153 Meter, jedoch um von 55 auf 35 runter zu bremsen, also unter 55 auf unter 35, und in der unteren Zugart auch 153 Meter, allerdings von unter 45 auf 25 km/h. So, erstmal kurz trinken. Dann, nachdem ich zum Stehen gekommen bin, oder nachdem ich 15 Sekunden lang unter 20 km/h fahre, geht ja das Wechselblinken an. Das ist jetzt, da sind die Geschwindigkeiten bei allen drei Zugarten die gleichen tatsächlich. Bei Wechselblinken plus dem 500 Hertz Leuchtmelder werde ich auf 25 km/h überwacht, darf also 20 fahren. Wechselblinken plus 1000 Hertz Leuchtmelder werde ich auf 45 überwacht, darf also 40 fahren. Und nur Wechselblinken 70, 85 werde ich auch für 45 überwacht, darf auch nur 40 fahren. Dann darf ich mich ja mit der Freitaste daraus befreien, sobald es möglich ist. Möglich ist es halt, wie gesagt, sobald kein 1000 Hertz oder kein 500 Hertz Leuchtmelder mehr leuchten. Und befreien darf ich mich erst, wie gesagt, wenn am nächsten Hauptsignal über 30 km/h angezeigt werden. Und wenn innerhalb der nächsten 550 Meter kein scharfer 500-Hertz-Magnet kommt. Könnt ihr euch ja, wie gesagt, noch ein paar Notizen dazu machen. Aber wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesagt. Also ihr könnt euch ein paar Notizen dazu machen, einfach. Wenn ihr es nicht verstanden habt, dann guckt euch das Video entweder nochmal an und nochmal, bis ihr es verstanden habt. Oder stellt mir einfach noch ein paar Fragen. Bin gerne da, um euch die Fragen zu beantworten. Gar kein Thema. Wenn ich noch was vergessen haben sollte, dann mache ich das nochmal in einem extra Video, würde ich sagen. Zum Beispiel nochmal mit diesen Geschwindigkeitsprüfabschnitten kann ich ja nochmal ein extra Video zu machen, mal schauen. Und zum anschließenden Weichenbereich mache ich nochmal ein extra Video, weil es ist ein extra Thema. Also einfach mal Feedback da lassen, ob ihr was zum anschließenden Weichenbereich sehen wollt. Und ja, ich hoffe einfach mal, ihr habt es wie gesagt verstanden. Ich habe mir jetzt wirklich größte Mühe gegeben, es so einfach wie möglich zu erklären. Auch wenn es wirklich ein ziemlich kompliziertes Thema ist. Am besten wäre es eigentlich so in einem Livestream, wo ich Fragen direkt beantworten könnte, wenn welche aufkommen. Aber ist jetzt leider nur ein ganz normales Video. Von daher geht es leider nicht. Also ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Grüße gehen nochmal raus an die TSW-Gruppe Germany, Trainsim World Gruppe Germany auf Facebook. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.